Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zu einem neuen Game Vlog. Ja, endlich mal wieder ein Game Vlog. Der war ja schon einige Zeit her, der Herr Game Vlog, wo ich die letzten gemacht hatte. Ja, und es gibt wieder viel, hat sich wieder viel angesammelt an Informationen, die ich loswerden will. Beziehungsweise über Sachen, die ich mit euch sprechen will. Und ja, da habe ich mir gedacht, haue ich mal wieder einen Vlog raus. Und diesmal mache ich den Vlog ganz anders. Ich zocke einfach mal eine Runde Dying Light, also Game Vlog. Und habe dabei mal meine Kamera angeschalten. Hallo. Dann war keine so gute Idee, jetzt mal zu winken. Ja. Und zwar. So. Okay. So, ja. Und zwar wird es als erstes darum gehen. Wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass zurzeit ein Livestream läuft, also nicht ein Livestream, sondern eine Aufzeichnung eines Livestreams läuft. Der hat insgesamt 12 Parts und 11 müssten jetzt veröffentlicht sein. Ich weiß nicht, wann ich das jetzt hier hochlade, könnten dann auch schon 12 veröffentlicht sein. Und zwar war der liebe Rivano bei mir und wir hatten uns einen geilen kleinen Zockerabend gemacht. Und ja, der war der... Alter, richtig. Und der Abend war richtig cool. Kann man den gar nicht einschöpfen? Doch. Und ja, da haben wir ein bisschen WWE gezockt, Call of Duty gezockt und dann haben wir noch ein bisschen Fallout 3 hat man auch gezockt. Und was hat man denn noch gezockt? Call of Duty von 8 Mortal Kombat X, also Mortal Kombat 10. Und leider muss ich mich dafür entschuldigen, dass zwar der Ingame-Sound ist versehentlich doppelt. Und ja, den Fehler habe ich leider erst nach dem Livestream, einen Tag nach dem Livestream, rausgefunden, wie man den zumindest behebt oder wo man darauf achten muss, dass das nicht kommt. Und zwar hatte ich einfach von meinem Livestream-Programm, ich nehme ja OBS dazu, hatte ich einmal, da ich ja, das war ja alles PS4, die ich gemacht habe. Dann habe ich einmal abgegriffen von der PS4 das Bild und den Ton und habe dann nochmal Windows Sound angehabt. Und da der PS4 über Windows reinkommt, also weil ich höre es ja auch, ist ja egal, da kommt auf jeden Fall über Windows auch nochmal rein. Und da habe ich ihn auch nochmal eingespeist und deswegen kam er versetzt nochmal. Und deswegen ist dann doppelter Ton. Das habe ich aber erst, wie gesagt, im Nachhinein rausgefunden. Aber der Livestream ist trotzdem cool. Und könntet ihr euch angucken, war mächtig viel Spaß, gerade Part 9. Ach, die Fresse. Gerade Part 9, mega cool. Kommt eine Szene, einfach cool. Zack, zack. Naja. Oh, Waffe kaputt. So, Waffe mal reparieren. Ja, dann, weil wir gerade dabei sind mit Rivano, und zwar, weil ja Rivano bei mir war, und zwar haben wir jetzt was vor, was Kleines, na, ich sag mal nichts Neues jetzt, aber ja doch für unseren Kanal, schon neu, für unsere Kanäle. Und zwar wird's, ich weiß nicht, ob wir es nächsten Monat schon schaffen, aber ab nächsten Monat wird's Hangouts geben. Wird es Hangouts geben, upsala, bei uns beiden. Und zwar wird es einmal einen am Anfang des Monats geben und einmal einen am Ende des Monats. Ich gucke mal da sonst wohin, hier ist die Kamera. Am Ende des Monats. Und da wird einer, das wird aber nicht irgendwie kanalübergreifend, dass jetzt auf allen beiden Kanälen das gleiche kommt, sondern das wird getrennt gemacht. Das heißt, am Anfang des Monats kommt bei mir und am Ende des Monats bei Rivano auf dem Kanal. So haben wir uns das gedacht, ihr... meine Fresse, ist erschreckt jedes Mal. Ihr mögt ja die Konstellation Rivano und Onkel. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach einen Hangout. Ein Live-Hangout. Indem wir unsere Vlogs sozusagen, unsere Kanäle, ja, wenigstens durch den Vlogs, das heißt wenigstens so ein bisschen... Also ich erkläre einfach mal den Vlog wieder aufgebaut, wie der Hangout wieder aufgebaut wird. Er wird wie ein Vlog aufgebaut. Am Anfang werden wir erstmal so ein bisschen über unsere Projekte sprechen, über das, was wir so aufnehmen, was so ausgelaufen ist, bla bla, was so den ganzen Kanal betrifft.
Und wenn wir dann damit unsere Pflicht erfüllt haben, also ne, die Vlog-Pflicht sozusagen, wenn wir über uns, über unsere Kanäle und so erzählt haben, dann wird es sozusagen free for all. Und dann... Alter. Und dann, ja, dann können beantworten wir eure Fragen oder ihr könnt sogar mal mit dem Livestream kommen, könnt mit uns ein bisschen quatschen. Und ja, das wird alles dann, wie gesagt, über Hangout, über Google Hangout. Das wird dann auf den YouTube-Kanal kommen. Wir werden das dann natürlich früh genug Bescheid geben, wann das losgeht. Und dass ihr dann auch immer ganz genau wisst, weil wir wissen jetzt noch nicht die Daten. Wir wissen jetzt noch nicht genau, welchen Tag wir Livestream werden. Sondern das entscheidet sich dann immer. Wir wissen Anfang des Monats, Ende des Monats. Und dann wird sich das so ein bisschen einpegeln. Und wir werden das so ein bisschen, ne? Weil es sind immer so viele Sachen, weil zwei verschiedene Personen sind zwei verschiedene Zeiten, die man hat. Und dann ist das immer ein bisschen problematisch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Er hat viele Projekte, ich habe viele Projekte, wir haben viele Projekte. Und trotzdem möchte man das ja trotzdem machen. Und dann müssen wir das ein bisschen abtimen. Aber ihr werdet auf jeden Fall früh genug Bescheid kriegen. Ja, und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei seid. Hau doch mal ab. Oder wenn ihr dabei wärt, sagen wir so rum. Und ein bisschen mit euch zu quatschen. Wie gesagt, dann später können wir euch auch vielleicht mit... Ach, guck mal, jetzt gucken sie gerade den Mond an. Das ist das, was ich die ganze Zeit immer im Let's Play machen wollte. Die Zombies gucken, wie die gucken nämlich dann irgendwie einen Sonnenuntergang. Da kannst du an denen vorbeilaufen, da machen die nichts. Einfach starren Himmel gucken. Das wollte ich die ganze Zeit im Let's Play probieren. Und jetzt sind sie wieder da. Aber es ergab sich nie, weil immer dunkel wurde und wir sind, haben das Weide gesucht. Aber jetzt muss ich auch langsam das Weide suchen. Hangouts waren wir jetzt. Jo, und wer es nämlich gemerkt hat, hat jetzt auch GTA Online vor ein paar Wochen gestartet. Wieder. Und zwar ging es ja bei uns bei Gamerscheck LP in die zweite Staffel. Und zwar ist das diesmal nicht wie damals mit Crazy Free, Crash Chris und da war noch dabei Crazy Free, Crash Chris, Blue Hunter und so. Die waren da früher in der ersten Staffel dabei. Es waren auf PS3. Und zwar ist die jetzt weitaus voller. Und zwar ist da Crash Chris am Start. Crash Chris da schon. Ist da Chris Play am Start? Da ist Gabax am Start. Da ist Rivano am Start. Da ist Akrokolb, auch einer von unserem Team, von der Gamerscheck LP. Den müsst ihr euch ja bekannt sein. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann guckt euch GTA Online an, dann wird es euch bekannt. Oh, Alter. So. Und Mr. Helm ist am Start neuerdings jetzt. Rivano habe ich schon gesagt, Gabax, Acid, Noxusnate von Nox oder Noxusinate. Ach, irgendwie so, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Noxi halt und Acid und Haufen Mann, neue Leute sind wir insgesamt. Ach, Nero von Neros Spielstube ist auch noch am Start. Und ja, und zwar, darum geht es aber jetzt gar nicht. Es geht darum einfach nur, dass GTA Online ja eigentlich dienstags und donnerstags kommt. Aber, wen jetzt sicherlich aufgefallen ist, wen es jetzt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und zwar ist jetzt am Donnerstag, sind sogar zwei Parts rausgekommen. Und am Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag kommen täglich Folgen. Das liegt einfach daran, dass wenn viele Leute aufnehmen, dann kann da mal natürlich auch mal ein Aufnahmefail passieren. Bei mir hat es die letzte Folge getroffen, die habe ich dann, es sind sechs Folgen, die wir aufgenommen haben und die siebte Folge, nee, warte mal, es sind fünf Folgen, die wir aufgenommen haben und die sechste, Alter, kriegst du nicht gebacken, wir haben sechs Folgen aufgenommen, die sechste Folge war aber bei mir am Arsch, beziehungsweise konnte man nicht rausbringen. Und deswegen habe ich diese einfach an den fünften Part hinten rangehangen. Und bei den anderen ist halt die ganze Aufnahme fail. Und um dass wir trotzdem angepasst sind und dass wir auf einem Level fahren, also unsere Parts, unsere Sachen, dass die gleichzeitig halt kommen, habe ich mich jetzt entschieden, diese fünf Parts, weil eben die fünf Parts keiner hat,
außer Revano, die 5 Parts zu bringen, nacheinander, täglich. Und am Dienstag dann kommen dann die neuen Parts. Und da bin ich dann wieder mit den anderen gleich auf. So, Na, auf jeden Fall wird das Ganze auf PC gezockt und wie ihr schon gemerkt habt, 60 FPS. Jetzt die neuesten Parts, die letzten, da habe ich irgendwie mal wieder einen Fehler gemacht und ich musste auch erstmal reinkommen mit 60 FPS. Das ist zum Beispiel auch so eine kleine Veränderung, die ich auf dem Kanal gemacht habe. Ich versuche jetzt bessere Qualität zu liefern. Ihr wisst ja, es verändert sich ja immer mal so ein bisschen was bei mir am Kanal. Es ändert sich also an der Qualität. Zum Beispiel damals mit dem Headset, dann habe ich mir ein besseres Headset gekauft, dann hat mir das immer noch nicht gereicht, da habe ich mir dann das Mikrofon hier gekauft. Dann, ja, Qualitätsstandards sind auch höher gegangen. Ich habe ja damals Hauptcapture gehabt für Dings, für... Und dann 720p nur und dann das Hauptcapture. Dann habe ich das Elgato mir geholt, jetzt 60. Also ihr merkt immer so die kleine Steigerung. Und immer wenn ich dazu, ich sag mal, fähig bin, dann mache ich da auch eine Steigerung. Und jetzt habe ich mir dadurch, dass ich mir jetzt die neue Grafikkarte geholt habe für meinen PC, die 980 Ti. Also die Titan Dame, habe ich jetzt die Möglichkeit, in richtig geiler Quali zu spielen und eben auch mit 60 FPS. Und wenn ich das schon kann, dann will ich es auch anbieten. Und ja, auf PS4 beziehungsweise auf Konsolen allgemein bin ich leider noch nicht so weit, 60 FPS aufzuzeichnen, weil ich habe noch dieses alte Elgato, das ist das ältere Modell und da gehen plus 30 FPS. Und ich habe mir es vor zu holen, das 60 FPS, aber ja, kostet halt auch ein bisschen Knete. Uha! Weh, ihr lacht. Ja, und muss ich erstmal zusammensparen. Höchstens, ihr habt es vielleicht noch doppelt und ich kann es euch abkaufen für billig Geld, könnt ihr auch machen. Kann ja sein, dass er gesagt hat, ich will kein YouTube mehr machen, ich will das mein Aufnahmegerät loswerden. Ja. Könnt ihr machen. Schreibt es unten drunter. Aber naja. Aber ich werde es mir schon irgendwann mal holen. Und dann gibt es auch hier Konsolenspiele in PlayStation 4. Konsolenspiele natürlich in 60 FPS. Ja, was hat sich sowieso noch einiges am Kanal geändert? Das habt ihr ja in letzter Zeit mitbekommen. Dass ich viel umstrukturiert habe und ein bisschen was rausgenommen habe. Und mir da muss ich sagen, ich habe mir deswegen ein bisschen die Arbeit erleichtert, sagen wir mal so. Und zweitens habe ich mir das aber auch so überlegt, ob es euch vielleicht auch am meisten Spaß macht. Also es geht ja nicht nur darum, ohne Fleiß ist nun mal kein Preis, deswegen habe ich auch nichts dagegen mehr zu machen. Aber es hat sich halt nicht ausgezahlt. Und also ich meine jetzt nicht in Währung Euro ausgezahlt. Ich meine jetzt, es hat sich, falls mir wieder jetzt hier irgendwas unterstellt wird oder sowas, ich meine nichts Geldmäßiges, ich meine, es hat nichts gebracht im Sinne von Zuschauer, von Klicks und bla bla bla. Also habe ich mir mal gedacht, das liegt daran, dass ich zu viel Videos am Tag bringe. Die wollte ich ja eigentlich mit meiner Umstrukturierung, dass nur noch montags, mittwochs, dienstags, donnerstags, freitags, sonntags und einem Samstagtag. Oh, es gibt einen Samstagtag. Da Projekte kommen. Aber ich hätte mich selber vorher mal anzupfen sollen. Weil ich bin ja der Typ, der wenn er Zeit hat, dann die Zeit eben nutzt. Und dadurch ich diese Tage jetzt so gelegt habe, habe ich natürlich noch andere Projekte Zeit zu machen. Und deswegen ist auch schon wieder der ganze Scheiß. Alter, jetzt haben wir aber auch zu tun gehabt. Ist halt der ganze Terminplan schon wieder voll. Und es kommt täglich schon wieder ganz schön viele Folgen. Aber es sind immerhin weniger als vorher, denn es gab ja an der besten Zeit. Waren 10 Parts am Tag. Also das ist jetzt so nicht mehr so. Also ich habe schon. Aber ich muss sagen, mir geht's auch so schon. Also mir macht es auch so schon mehr Spaß jetzt. Also es ist schon. Es macht sich schon bemerkbar. Muss ich sagen. Und euch. Es macht sich auch an der Aufrufzahlen bemerkbar, auch wenn es jetzt nicht so brachial ist und natürlich. Viele andere YouTuber mit 3000 Abos, ja, sicherlich mehr Views hätten, aber meine liegen halt auf anderen Filmchen und nicht auf den neuen, aber das ist mir egal. Hauptsache, es guckt jemand und solange es jemand ist, der es guckt, warum nicht? Mir macht Spaß
Und ja, das war zum Beispiel meine erste Veränderung mit der Umstrukturierung. Dann habe ich später gesagt, ich mache keine Singleplayer-Projekte mehr. Das werde ich auch weiterhin durchziehen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mir das... Ich lasse mir das offen. Das habe ich auch schon in meiner Infovideo gesagt. Ich lasse mir das offen, noch welche zu machen. Aber bis auf Weiteres kommen halt keine mehr. Weil es macht mir einfach keinen Spaß. Es macht mir einfach keinen... Eieiei. Einfach keinen Spaß, Singleplayer-Let's Plays zu machen. Und die Spiele, die ich gespielt habe, machen Spaß. Also versteht das nicht falsch. Weil das, was jetzt dafür ausfällt, The Witcher 3 oder Fallout 4, die Spiele machen mega Spaß. Und ich bin da auch schon weiter. Aber es macht mir halt keinen Spaß zu Let's Playen. Weil irgendwie, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen der Elan. Und ja, und da habe ich dann eben überlegt, da mache ich das lieber auch anders. Und wenn ich auch die Aufrufzahlen, muss ich auch was dazu sagen, wenn ich auch die Aufrufzahlen dazu noch sehe, ist es natürlich auch noch ein bisschen, ne? Wenn ich mir sehe, der erste Part hat, ich gehe mal von einer niedrigen Zahl aus, hat 50 Aufrufe und dann ab Part 10 bricht das komplett zusammen und dann hat der Aufruf halt bloß noch eins. Der Part halt bloß noch eins, zwei. Und da brauche ich auch kein Let's Play drüber zu machen, da brauche ich nicht weiter aufzunehmen. Und dann höre ich ja von vielen Leuten auch, hey, ich will mir das Spiel nicht spoilern lassen. Deswegen gucke ich es mir auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt angezockt lieber. Und hau die Dinger so raus. Werde dann so ein Spiel, was ich mir halt neu kaufe, nicht direkt Let's Playen, sondern ich werde angezockt machen. Und das angezockt gibt natürlich weniger Parts als 120. Es gibt vielleicht mal 10 Parts oder keine Ahnung, wie lange ich das die erste Session spiele. Wird dann halt so ein angezockt sein. Meine erste Spielsession sozusagen mit dem Spiel. Werde dabei aber auch noch Zwischensequenzen und den ganzen Mist rausschneiden, dass ihr nicht gespoilert werdet. Und ich glaube, das verträgt sich ganz gut. Da seht ihr mein Gameplay. Ihr seht, wie das Spiel ist. Ich will es jetzt euch zeigen. Ich möchte auch Spaß dran haben. Und ihr sollt ja auch sehen, was ich spiele, beziehungsweise sehen, was es für Games gibt. Es gibt zwar viele andere YouTube-Kanäle, ist mir schon klar, aber... Boah, kann ich manchmal reden. Ein Scheiß. Ja, und deswegen... habe ich mir gedacht, machst du angezockt raus. Und gut ist. Ja. Und es gibt auch eine angezockt Reihe, wird es geben. Die wird jeden Sonntag, 14 Uhr, wird es ein Part angezockt geben. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt, und zwar der liebe Gabax, der Rivano und ich. Ja, Rivano ist auch dabei. Ja, wie mag es anders sein? aber ich... was soll ich jetzt sagen? Aber wir haben gemerkt, gerade bei Empyrion oder sowas, es ist schon geil, wenn man, das ist schon, muss man sagen, ein cooles Team, wenn man als Gabax, Rivano und ich da versuchen rauszufinden, was man da so machen muss und so ein Zeug. Ich glaube, das wird noch eine coole Reihe. Mit Reihe haben wir uns ja auch gleich verstanden, muss man ja sagen. Und haben ja das Empyrion-Projekt zusammen angefangen. Und es macht mega viel Spaß. Ja, und warum sollte das dann nicht auch klappen? Also wie gesagt, wir kommen dann jeden Sonntag. Wir haben uns auch schon ein Spiel rausgesucht, was wir anzocken werden. Das werde ich aber an dieser Stelle noch nicht verraten. Es kann natürlich auch mal sein, dass man ein Singleplayer-Spiel anzockt oder sowas. Da machen die dann halt was anderes, die anderen zwei oder so. Wir werden mal schauen, wie das Video angezockt. Vielleicht mache ich auch einen extra Part Singleplayer und Multiplayer. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, genau, das war's dazu. Also es gibt keine Singleplayer-Projekte, dann nur noch angezockt und das... Und vielleicht mal, wenn ich jetzt gerade von Fallout oder so, da habe ich ja Let's Play angefangen und habe da jetzt so die Playlist da, dass ich vielleicht irgendwann mal... Also ich habe jetzt zum Beispiel die eine Base, die Startbase, ein bisschen ausgebaut. Uah, meine Fresse! Ah, habe jetzt die Anfangsbase so ein bisschen ausgebaut und das ist schon ganz cool. Das ist schon ganz cool. Da eben, dass ich euch vielleicht mal da durchführe und erzähle, was ich so gemacht habe. Oder, ja, mal irgendwie spießt hier. Mal gucken. Wisst schon, wie ich es meine. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, Thumbnails werdet ihr jetzt merken, werden jetzt nach und nach kommen. Neue Thumbnails. Ich habe mir nämlich einen kleinen Rahmen einfallen lassen, der sich auch um meinen Banner rumzieht. Also auf mein Banner hat einen Rahmen. Und diesen Rahmen kriegen jetzt auch in kleiner Form, natürlich in kleiner Form, meine Thumbnails.
Einfach nur um darum, dass das ein bisschen... wie heißt es? Dass das ein bisschen wieder... Dass das ein bisschen wieder... Wiedererkennungswert hat. Oh, jetzt habe ich auch das Wort nicht. Also wisst ihr dann immer, wenn der komische Metallrand drumherum ist, dann ist das vom Onkel. Oder dann ist das von Gamerstick LP. Ja. Das wird jetzt nach und nach kommen. Das fängt jetzt bei Imperion, den nächsten Part, wird es anfangen. Es ist jetzt bei GTA, fängt es an mit dem Rahmen. Wo habe ich es noch gemacht? Bei irgendwas noch. GTA, Imperion und... Ach, Star Wars Battlefront, genau. Und dann werdet ihr dann sehen, könnt ihr ja mal Feedback geben, ob der Rahmen passt. Aber es wird sowieso immer dieses Hin und Her geben. Ja, gefällt mir nicht, gefällt mir. Ich glaube, das ist immer die solche Design-Sachen, das ist immer so die Entscheidung des Erbauers, würde ich sagen, weil das ist Geschmackssache. Weil dem einen gefällt kein Rot, dem anderen kein Gelb, dem anderen kein Blau. Und von daher ist das eigentlich, mir gefällt das eigentlich so. Ihr könnt aber Feedback trotzdem geben, wie es euch gefällt. Heißt aber nicht, dass ich es ändere. Ne? Ja. Boah. Ich rede mich schon wieder hier am Kopf und Kragen, obwohl ich jetzt eigentlich schon mal wieder Timeline angezockt. Singleplayer-Projekte fallen aus, habe ich schon gesagt. Ja, durch die Singleplayer-Projekte fallen natürlich auch einige Let's Play-Projekte weg und das wird The Witcher 3 sein. Das habe ich jetzt sozusagen abgebrochen. Fallout 4 habe ich abgebrochen. Außer Far Cry 4. Da bin ich jetzt gerade noch. Das habe ich ja durchgeschafft. Mit einem ganz komischen Ende. Müsst ihr euch mal Finale angucken. Also ich war sehr unzufrieden. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen meine Schuld war. Aber egal. Auf jeden Fall. Was heißt ein bisschen meine Schuld? Meine Entscheidung. Aber da hätten sie trotzdem was Besseres machen können. Aber egal. Ja, das spiele ich jetzt noch zu Ende, weil jetzt bin ich hier gerade bei dem Yeti DLC und das wird vielleicht noch eine Session werden und dann bin ich mit dem Ding auch durch. Also Far Cry 4 wird noch bis zum Ende laufen. Ja, wie ihr auch gemerkt habt, ist arg pausiert. Lang pausiert schon, weil das liegt einfach daran, dass Nivano nicht auf den Server draufkommt, auf diesen Tribe War Server oder drauf kam, weil, gute Nachricht, Nivano kommt jetzt wieder drauf. Jetzt ist es eigentlich im Moment einfach nur die Suche nach einem richtigen Zeitpunkt. Jetzt müssen erstmal die laufenden Projekte wieder. Die laufenden Projekte jetzt natürlich erstmal weitergemacht werden. Ja, aber dann geht auf jeden Fall arg wieder weiter bald. Wie soll ich denn helfen? Die wollen mich umbringen! Die wollen dich umbringen! Ja, da gibt es noch ein paar pausierte Projekte. Ach ja. Echt? Jetzt bin ich froh, dass du aufgetaucht bist. Gerade. Oh, GI-Paket. Wo war ich? Imperion ist zurzeit pausiert. Das liegt aber auch nicht wirklich an uns, denn es kam ein Patch raus. Ein Update für Imperion. Was gesagt hat, ihr dürft jetzt nicht mehr spielen. Das heißt, also man kommt drauf, der Patch ist auch cool. Also, dass es so Verneuerungen gibt und sowas, das scheint ganz cool zu sein. Wenn man es denn mal ausprobieren könnte, denn wir können weder essen noch trinken. Wir können weder essen. Nein. Wir können weder essen noch, noch können wir schießen, noch können wir abbauen. Also irgendwas ist da bei dem Patch falsch gelaufen. Und deswegen müssen wir es leider erstmal pausieren, bis auf unbestimmte Zeit, bis das Ding halt wieder läuft. Was ist noch pausiert? Und zwar Left 4 Dead 2 ist immer noch pausiert. Aber da habe ich ja schon gesagt, dass das auf unbestimmte Zeit pausiert wird. Wir haben schon noch Bock, das Projekt weiterzumachen. Es brennt uns jetzt sogar langsam schon wieder, das Projekt weiterzumachen. Aber wir sind ja mit der Hauptstory durch, also mit den ganzen Kampagne-Dingern. Ich würde jetzt gerne ein Flugzeug haben mit GI-Paket. Und dann haben wir es erstmal pausiert, weil es doch ein bisschen, wenn man so ein ganzes Spiel so viele Parts nacheinander spielt, kann es schon manchmal ein bisschen eintönig werden. Und
ja, auf jeden Fall geht das, denke ich mal, auch irgendwann zur nächsten Zeit weiter. Jetzt will ich nicht zu viel verraten, nicht zu viel versprechen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das halt noch passiert. Ich bin jetzt schon wieder raus aus dem, Vlog-Feeling. Ich rede schon wieder nur noch Kacke. Ja, Teso ist auch pausiert. Das liegt einfach daran, dass irgendwas dazwischen gekommen ist in letzter Zeit. Und dann zur Aufnahme und jetzt immer wieder was dazwischen kommt. Und wir jetzt bloß noch einfach wieder auf den Zeitpunkt warten, wieder aufnehmen zu können. Und dann geht das auch wieder weiter. Ja, das sind so die Projekte, die zurzeit ein bisschen auf der Halde stehen. Und da gibt es natürlich auch noch ein abgebrochenes Projekt, fällt mir gerade ein. Und zwar The Forest Pimmel Party. Sieht dieses Projekt als abgebrochen an, dass wir haben einfach keine Lust mehr drauf. Ganz einfach. Also, was heißt wir? Einige von uns. Ich zum Beispiel. Und ja. Aber wir sind am Überlegen, die Truppe, also hier Mr. Rapture LP und die ganze Truppe, Darley, Gabax und all, sind wir so ein bisschen am Überlegen, was wir vom Projekt vielleicht noch zusammen machen können. Vielleicht so ein kleines Mini-Projekt. So als Nebensache, was man wöchentlich immer mal bringen kann. Warum kommt kein GI-Paket? Verstehe ich nicht. Und ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Und wie wir es machen. Und ja. Aber Forest ist weg. Also Forest Pimmel Party wird es nicht mehr geben. Ich weiß nicht, was die anderen jetzt direkt machen da, aber bei mir auf jeden Fall nicht mehr. Ja, super. Jetzt sind wir schon wieder da unten angekommen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, die anderen laufenden Projekte sind halt jetzt ganz neue Star Wars Battlefront. Das mache ich mit Revano. Der erste Part geht eine Stunde lang. Das liegt einfach daran, dass wir da einfach das Tutorial durchgezogen haben. Im ersten Part. Und im zweiten Part fangen wir dann an, die Gefechte, die man so gegeneinander macht. Was echt total lustig war. Da gibt es halt auch so Heldengefechte, wo du dann mit Darth Vader und so. Das haben wir alles gemacht auf den ganzen Maps. Also wir haben bei dem Let's Play. Naja, was man auch. Man kann Battlefront, der das richtig Let's Play nennen, weil es ja keine Story hat. Aber, wow. Aber. Ich bin eigentlich schon die ganze Zeit nur am Metzeln, ne? So. Hey! Ja, Star Wars Battlefront. Danach haben wir ein bisschen noch Überleben gemacht. Das heißt hier so Wellenangriffe, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das haben wir. Wir wollen jetzt alle in dem Let's Play, genau, da war ich stehen geblieben. Let's Play. und da. Was verliere ich hier immer einen Faden? Das nervt. Ja, was man da auch Let's Play bezeichnen kann, wir werden da alle Spielmodis mal durch probieren, alles was es da gibt. Und ja, und dann mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht einfach ein bisschen ein paar Fights noch aufnehmen und ein bisschen online zocken. Das Spiel macht uns Spaß, muss ich sagen. Das Spiel macht uns echt Spaß und ich bin am Überlegen, auch ob, oder wir sind am Überlegen, uns sogar einen Season Pass zu kaufen. Wo jetzt viele sagen, nö, bei dem scheiß Spiel. Nee, uns gefällt es wirklich. Star Wars Battlefront macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Und. Ja, wir werden mal sehen, wie es dann online ist, weil das machen wir ja natürlich so größtenteils, ne? Und wenn das cool ist und alles hinhaut, dann, ja, mal gucken, ne? Alter, wie viele Massen das hier sind. Jetzt bin ich tot. Ja, mal gucken, wie weit das noch führt, dieses Battlefront Let's Play. Und wenn, da wird halt vielleicht einfach mal Gameplay kommen oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall macht es uns mega Spaß. Dann läuft ja noch dieses WWE 2K60 Turnier der Männer. Männer von den Männern gespielt. Ja, läuft.
läuft nicht gut, aber läuft. Also ich meine jetzt in Sachen nicht gut. Ich verliere andauernd. Nee, Quatsch, immer schöne knappe Matches. Macht Spaß. Also ist eigentlich auch gleichberechtigt. Also mal gewinnt Rivano, mal ich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt wie ja, Entschuldigung, aber damals bei Crazy Freak, dass er ganz genau wusste, der Onkel gewinnt. Nee, Rivano, der reißt schon öfters mal rum. Und macht mich ganz schön platt. Ich sag nur, Stone Cold Steve Austin gegen Christian. Guckt euch das Match mal an. Guckt es euch einfach an, ohne großartig sich zu fragen, warum. Einfach angucken, da wisst ihr, was ich meine. Und so geht's mir die ganze Zeit. Und ja. Nee, macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich bin richtig gespannt, wer... Wir sind ja immer noch in der ersten Runde. Dadurch, dass so viele Wrestler sind diesmal, sind wir immer noch in der ersten Runde von dem Turnier. Und es macht doch echt mega... Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Und zwar GTA Online, wollte ich noch was dazu sagen. Ich hoffe, ihr guckt noch bis hierhin, dass ihr das mitbekommt. Boah, ich vergesse das jedes Mal. Und zwar, ja, ich habe den Vlog schon mal aufgenommen, aber da ist total schief gelaufen am Ende. Und ich habe da Telefonate reinbekommen und die Tür hat geklingelt und bla bla bla. Und da habe ich dann abgebrochen. Und da habe ich das auch schon vergessen. Und zwar GTA Online, liebe Freunde, die es gucken, die es gerne gucken. Ihr könnt uns gerne Challenges stellen in den Kommentaren, was wir machen sollen. Ihr könnt uns gerne Aufgaben sagen, ihr könnt uns kleine Spiele sagen, die wir machen sollen. Ihr könnt uns sagen, welche Maps wir machen sollen. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, eure Maps erstellen. Aber natürlich bitte dann auch Maps, die wirklich Sinn machen, die einen Anfang und ein Ende haben. Also nicht, dass man dann da hat, wie doof, und das Zeug nicht zu Ende. Ihr könnt eure Maps erstellen, beziehungsweise eure schon längst veröffentlichten Maps rausholen und könnt die uns zocken lassen, indem ihr uns einfach sagt, hey, welche Map es ist und so ein Zeug. Und ja, auf jeden Fall, solche Sachen. Es ist ein, ja, sagen wir mal, Community-Projekt. Klar, zocken wir es nur, aber ich meine ein Community-Projekt, dass ihr sehr viel mit beitragen könnt. Dass ihr sagen könnt, was wir eben tun sollen, was wir machen, was wir, keine Ahnung, was für Match-Modis wir machen sollen, Wo ist dieser Spucker? Was für Match-Modis, was für Maps, was für... Einfach mal raus mit der Sprache. Alter. Warum ist meine Waffe schon wieder kaputt? Kann ich angehen hier. So, wo ist dieser Spucker? Ich hoffe, ihr habt bisher geguckt und dass ihr das jetzt mitbekommen habt, dass ich diese... Alter! Diese Anfrage zu euch gestellt habe. Ich habe es auf jeden Fall mit drin gehabt. Das war zum etwas falschen Moment, aber ich habe sie mit drin. Ich habe sie mit drin gehabt. Wirklich. Borderlands 2 läuft auch noch. Mit dem Sergeant Müller Gaming und dem Gabax und dem Rivano zusammen. Ganz lustiges Projekt. Kommt jeden Samstag 13 Uhr. Mal reingucken. Lohnt sich. Macht Spaß. Und da muss ich auch sagen, vielen Dank für die Tipps, die ihr uns immer gebt. Also meistens bei Rivano auf dem Kanal. Warum Rivano immer die ganzen Kommentare kriegt, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, habt ihr geguckt oder ihr habt Spaß dran. Und bam. Und ja. Ne? Ihr wisst Bescheid. Nee. Ach, ja genau. Für die Tipps, die ihr uns immer mal so gebt. Vielen Dank dafür. Wir versuchen natürlich diese Tipps umzusetzen, solange es in ein Let's Play reinpasst. Deswegen nicht böse sein, wenn wir jetzt viele Sachen nicht machen, wie zum Beispiel, lauf doch 3-4 Mal durch das Level, um die ganzen Kisten zu sammeln, da kriegt er mehr Erfahrung. Nee, das geht nicht. Wir können nicht 2 Millionen Mal das ganze Level wiederholen, wegen den scheiß Kisten. Weil das ist ja immerhin noch ein Let's Play, ne? Aber trotzdem, danke für den Tipp, das ist nicht böse gemeint. Ist einfach nur so, dass wir da nicht einfach 5-mal das Level wiederholen können, das geht nicht. Das wird euch dann zu langweilig, euch lieben Zuschauern. Und dann ist das, ja. Dann kann man das Projekt gleich abschreiben. Und... Ja, ich war eher als du. Endlich mal. Yay. Wo ist er denn hin?
Noch jemand? Will noch jemand Ärger? Nö. Was war das? Jemand an die Tür geklopft. Hey. Und du? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles hab. Ich bin jetzt. Oh. Lecker. So. Habe ich denn alle Themen besprochen? Ja, ich habe alle Themen schon besprochen. Wahnsinn. Das wundert mich ja schon, warum da nichts Neues steht. Warum kommt denn da nichts Neues auf die Liste? Okay, jetzt versuche ich mal ein ruhiges Plätzchen. Ich will ein ruhiges Plätzchen, ja. Yeah. Um nochmal nachzuschauen, ob ich auch alle Themen besprochen habe mit euch. Oh, Leute. Jetzt. So, habe ich hier oben meine Ruhe? Ich glaube nicht. Ah, doch, dürfte meine Ruhe haben. Nee, darf ich nicht haben. Die nächste Zombies kommen schon wieder. Yay! Man kommt einfach nicht rüber. So, hoch. Dann stellen wir uns einfach hier drauf. Hier oben haben wir unsere Ruhe. Ah, guck mal. Hallo. Genau, wir gucken ein bisschen die Zombies an. Und dann gucke ich nochmal die Liste durch. Genau, weil ich muss nämlich hier oben mit meinem Textdokument gucken. Und zwar haben wir besprochen, wie der Livestream mit Rivano, der jetzt kommt, gerade im Kanal, der bei, wo er bei mir war. Natürlich das Ganze mit Facecam, also ihr seht uns da natürlich. Dann den Hangout, habe ich die Hangouts, die werden kommen am Monatsanfang und Ende. Dann haben wir GTA Online, weil es euch erklärt, warum es täglich kommt zurzeit. Das wird aber auch bloß bis Dienstag gehen, ne? Dann ab Dienstag geht es wieder Dienstag und Donnerstag los. Die Veränderungen auf dem Kanal habe ich besprochen. Das ist die 60 FPS, die immer öfters kommt. Die Thumbnails, die Zeit, Montag, Dienstag, Montag, Mittwoch und so ein Zeug. Dass mehr angezockt kommen anstatt Let's Plays. Singleplayer Let's Plays, warum? Dass Fallout zu Ende ist durch die Umstellung, dass keine Singleplayer-Projekte kommen. Witcher 3 ist zu Ende, habe ich erzählt. Far Cry 3 spiele ich noch bis zum Finale. Ark ist pausiert wegen Rivano. Ist so. Ist wirklich so. Ja, und es geht bald weiter. Imperion ist pausiert wegen Gabax. Nee, auch nicht. Nee, das ist wegen Update. Dann Teso pausiert. Ist wirklich wegen Update. Forest Ende habe ich gesagt. Habe ich erzählt, dass Forest Ende ist wie WWE 2K16. Das Turnier, das wird noch so mega geil. Wir zocken am Samstag weiter, morgen. Wird geil. Star Wars Battlefront habe ich gesagt und Borderlands 2 habe ich gesagt. Ich habe sogar noch Left 4 Dead 2 gesagt, weil ich das gar nicht hier drin stehen hatte. Bin gut, ne? Ja. So, ja, das war's für den Vlog. Wollen wir hier drüben abmetzeln? Ja, drüben nochmal abmetzeln. Es sind schon 38 Minuten. Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und yay. Ach, ich bin nicht gesprungen. Tot den Zombies. Das war's schon. Wo ist denn eigentlich dieses Stromwerk? Ich glaube, das ist bei der großen Antenne hier, oder? Nee. Dieses Stromwerk. Mhm. So, jetzt erklärt mir mal, was ein Stromwerk ist. Ich glaube, das ist jetzt zu weit weg. Oder ist das hier schon? Weil da wäre ich jetzt sogar noch mal ganz kurz metzeln gegangen mit euch. Boah, das war jetzt knapp. Aber das war doch hier irgendwo, oder? Das Elektrizitätswerk. Hm. Schwelter, wo ist das? Egal. Gehen wir da halt doch nicht hin. Das ist die große Antenne von dem Typ. Yeah! Oh, okay. Der denn?
Ja, okay, da will ich ja nicht weiter groß das Spiel oder den Vlog rausziehen. Ausziehen. Aber man kann ja mal. Ach genau, wir haben ja noch die Dinger. Vielleicht kann man da mal ein bisschen an der Wand lang rutschen. Das ist alles nicht gewollt. Okay. Obwohl, das Elektrizitätswerk kennt doch eigentlich auch jeder, ne? Das hat doch jeder schon gesehen. Aber ich glaube, ich bin sogar da. Oder war das hier? Hau doch mal ab. Nee, das war das hier. Kommt erstmal rausgeflogen. Ja, jetzt kommt das Problem, dass meine Waffe kaputt ist. Ach, das ist cool hier, diese Sicht, aber die habe ich kaum benutzt im Let's Play. Ja, ist ja doch genug zombies, oder? Muss schon sterben. Ja, naja, gut, okay. Das war's jetzt hier für die Vlog. Wir machen ja noch schnell kurz hier noch ein bisschen sauber. Und ja, ich wäre halt gerne nochmal in das komische Umspannwerk mit euch gegangen. Aber ich finde es jetzt nicht und ich habe jetzt auch keine Lust weiter zu suchen. Ich will ja auch gerne den Vlog hier veröffentlichen. Der Revano, der fragt nämlich jetzt schon fast täglich danach. Irgendwann kommt der Vlog, ich will den nicht angucken. Kriegst du ihn. Da ist er, Virano. Hä? Revano. Da ist er. Da ist er, Alter. Guck mit dir. Guck mit dir an. Guckt mich an. Ja. Na komm. Ich mach Schluss hier. Schluss. Schluss, Schluss. Alle Informationen sind gesagt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ein Kommentar wäre sehr schön. Und wir sehen uns dann bei irgendeinem Projekt oder hören uns. Oder bei dem Hangout. Da freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt cool. Mal gucken, wie da so eure Resonanz ist. Wie ihr da Bock drauf habt. Und ja, würde ich sagen, bis denn. Ciao. I'm a seasick sailor on a ship of no